Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bellride. Im letzten Part hatten wir ja dieses Banditenlager überfallen und auch zerstört. Ja, da muss ich euch leider enttäuschen, aber warum genau erzähle ich euch gleich im nächsten Part, wollte ich sagen. Erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Wir gucken, dass wir jetzt heute noch ein paar Quests machen und vielleicht schaffen wir es ja dann, dass wir Farnworth befreien. Genau, das ist der Plan für heute und dann, wir schnacken nicht lange, let's go! Ja, was habe ich denn jetzt gemeint, mit euch enttäuschen zu müssen? Und zwar, als ich mich gerade eingeloggt habe, ihr wisst ja, ich stand im letzten Part noch hier. Und ich habe mich dann quasi eingeloggt und plötzlich war ich tot. So, das heißt, wie ihr sehen könnt, das Zeichen von dem Banditenlager ist ja auch noch da. Anscheinend hat es doch nicht gezählt, dass ich die Fahne genommen habe. Ich weiß nicht wieso. Ich werde mir das Banditenlager auf jeden Fall nochmal angucken, im Off dann aber. Und ich habe dann jetzt einfach gepennt und ich dachte mir so, ja okay, gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Morgen und wir müssen ja warten, dass wir unsere Wahlstimme abgeben können. Aber ich denke, dass das jetzt eigentlich soweit sein müsste. Das heißt, wir essen jetzt noch kurz was ein bisschen und düsen dann auf jeden Fall dahin, um auch unsere Wahlstimme abzugeben und mit Emily zu sprechen. Müssen wir dafür jetzt zuerst nach Herrn dienen? Ich weiß es nicht, weil eigentlich muss ich doch meine Wahlstimme abgeben. Aber wo? Müsste ja eigentlich im Blackridge Pool sein. Leute, Pläne habe ich keine. Wir düsen mal ganz kurz zu Emily und schauen, was sie von uns will. Übrigens ist auch Emily ein Er. Steht zumindest in der Quest. Sprich mit Emily Feltor und erzähle ihm, was du herausgefunden hast. Also alle Menschen hier sind männlich, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Gut, das werden sie wahrscheinlich auch irgendwann ändern. Bis dahin muss man es halt so hinnehmen. Ist jetzt aber auch nicht weiter ein Problem, ehrlich gesagt. So, Emily, wo bist du? Ich muss mit dir sprechen. Hier ist sie. In Blackridge Pool ist etwas in Gange, was Schlimmes. Was meinst du? Ich kenne nicht die genauen Details, aber anscheinend wurde eine Gruppe Briganten von Lord Ashbourne persönlich dorthin geschickt. Du musst herausfinden, was passiert ist. Ich werde nachsehen. Ist es jetzt eine Extra-Quest? Ah, die haben wir auch noch. Aber die haben wir doch jetzt hier schon fertig. Sorry, wenn ich gerade hier ablenke, aber... Warte bis morgen, um mit dem Schmied zu sprechen. Das müssen wir auch noch tun. Und das machen wir jetzt auch zuerst, weil ich denke, oder so wie man es gerade gesehen hat, können wir noch gar nichts machen in Blackridge Pool. Dann düsen wir mal zu dem Schmied, damit wir die Quest jetzt auch mal abgeschlossen haben. Und wir müssen ja auch nach wie vor immer noch in Bradford gucken, ob wir einen Ingenieur finden. Anscheinend gibt es dort zwei Stück. Ich weiß nicht, wie die droppen. Wahrscheinlich random. Aber wir finden schon einen. Der Schmied war ja hier unten in Horndin. Ach so, jetzt kommt's mir gerade, Leute. Ich glaube, derjenige, der mir in die Kommentare geschrieben hat, hat nicht Herndin damit gemeint, mit einem Ingenieur, sondern Horndin. Das hatte ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das werden wir dann jetzt gleich sehen, wenn wir hier sind, ob hier die Ingenieure rumlaufen. Und wenn ja, dann hat sich das Ganze ja eigentlich schon von selbst erledigt. So, wo ist denn unser Schmied? Da läuft er. Das ist ein Schmied, das ist keine Ahnung. Ja, da gucken wir gleich. Also, wir müssen mit dir sprechen. Hier, ich konnte die Reparaturen abschließen. Danke für deine Hilfe, bis zum nächsten Mal. Und jetzt müssen wir nach Farnworth, um Victor Yaxley das Schwert zu bringen. Und hier ist der Ingenieur. Also habe ich das mal wieder falsch verstanden. Aber ja, natürlich, Horndin und Herndin hört sich ja auch überhaupt nicht gleich an. Mein Gott. Sowas aber auch immer. Okay, dann auf nach Farnworth. Da brauchen wir ja... Also wir brauchen wir nicht, aber ich hätte schon ganz gerne die Quest, dass wir dort mit den Überfällen starten können. Und jetzt schauen wir doch mal, wie weit wir in Farnworth mit den Quests eigentlich schon sind. Ich glaube, dass wir da noch nicht so weit waren. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
So, dann nach Farnworth. Oh, und da sind auch schon Briganten, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Ich will eigentlich zuerst jetzt hier mit Victor sprechen. Come closer. Ja, ich bin ja schon dabei. Hello, friend. Über das Schwert konnte Finden es reparieren. Ja, hier ist es. Yes. Vielen Dank. Cool, da haben wir da auch wieder Ruhm bekommen. Wir sind nämlich erst ein Freund. So, und wir können hier auch noch nicht unsere Wahlstimme abgeben. Das heißt, da müssen wir noch warten. Was könnten wir denn sonst noch machen? Wir haben hier gegen den Strich. Ach, da müssen wir auch wieder mit Finden sprechen. Genau, das waren ja zwei Quests. Ach, so ein Mist. Jetzt müssen wir also wieder zurück. Ja, okay. Ich mache das mal ganz kurz. Und dann schauen wir weiter. So, okay. Ich habe mir jetzt das Werkzeug bei dem Schmied geholt. Und wir müssen es jetzt bei Paul Henry abgeben. Paul Henry, bist du das? Ja. Hier ist alles, was du brauchst. Prost. Ich hoffe, du hattest keine Probleme. Nein. Ach so. Der Schmied hat mir 100 Münzen für all seine Werkzeuge berechnet. Ein absoluter Betrüger, dieser Kerl. Das stimmt. Wir haben 150 Münzen bekommen, Fischeintopf, feiner Eintopf und natürlich Ruhm. Ach, das haben wir ja auch noch, den Banditen zu stellen, die den Schmied ausgeraubt haben. Heute ist was los. Das habe ich alles schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wo sind denn die nochmal? Hier unten. Wow, aber das ist ein Dreierlager. Eigentlich wollte ich doch Farnworth befreien. Ja gut, ich kann auch probieren, dass wir uns den Banditen stellen. Okay, dann machen wir das. Habe ich dafür genug Ausrüstung? Ja, vielleicht. Essen jetzt den feinen Eintopf. Und dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. So, da unten ist dieses Lager. Jetzt lasst uns mal hier die Gegebenheiten checken. Hier sind auf jeden Fall Steine und ich denke, die sind auch von Vorteil. Zumindest der eine. Da muss ich natürlich wieder auf diese blöden Bogenschützen achten. Aber wenn ich hier raufkomme, wäre das schon nice. Komm schon, wieso kannst du doch nicht rauf? Das gibt's doch gar nicht. Komme ich auf den? Auf den komme ich. Auch auf den? Nee, leider nicht. Aber dann kommen die anderen da halt auch drauf. Das ist das Problem. Und hier werden sie dann auch drauf kommen. Vermutlich. Okay, wir machen es einfach so. Wir probieren es und dann werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Ja, sie kommen natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, gibt es Bogenschützen oder gibt es keine? Ja, na klar. Da hinten stehen sie. Komm, schieß. Dann kümmern wir uns natürlich zuerst um die. Macht ja Sinn, oder? Scheiße, der eine hat mich getroffen. Ich möchte bitte, dass du jetzt einfach umfällst. Oh nein, nein, so haben wir nicht gewettet, mein Freund. Habt ihr den rechts von mir gesehen? Wie er mich annatzen wollte. Scheiße, der hat mich auch getroffen. Oh fuck, ich habe ja gar keine Verbände dabei, Leute. Wieso sagt denn keiner was? Ich kann jetzt nur hoffen, dass mich keiner trifft. Wenn ich so hin und her düse. Okay, jetzt haben sie gerade erstmal aufgegeben, wie es ausschaut. Na gut. Das mit den Verbänden ist wirklich sehr belastend. Kann ich jetzt nur noch einen Fischeintopf essen und hoffen, dass der mir hilft? Und hoffen, dass der mir hilft. Auf jeden Fall haben sie ja schon mal eine Menge an Pfeilen verschossen. Jetzt warten wir kurz ein bisschen ab, bis wir wieder einigermaßen geheilt sind, bevor wir weiter reinschießen. Okay, hat sich erledigt, brauchen wir nicht tun, denn sie sind ja schon wieder on the way.
Eigentlich will ich auch meine Pfeile jetzt gar nicht verschießen. Die Bogenschützen dort sollen sie verschießen. Deswegen, ich laufe jetzt einmal hier so hin und her. Und dann schauen wir mal. Okay, der eine hat schon keine Pfeile mehr. Das ist der, der rechts gerade auf uns zukommt. Easy. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal eine Runde abwarten. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr dazukommen, weil ich habe halt auch nur 100 Pfeile dabei. Das ist natürlich immer sehr belastend. Weil da hinten düsen sie nämlich auch. Okay, also vielleicht machen wir es so, dass ich jetzt kurz mal so ein bisschen Abstand reinbringe, bis die da hinten vorbeigezogen sind. Und dann gehen wir nochmal hin. Okay, ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe jetzt hier tatsächlich doch was hingebaut, weil hier immer wieder so viele rumlaufen. Ich hoffe, sie kommen, wenn ich jetzt hier hinschieße. Ja, tun sie. Sehr schön. Okay, ich warte jetzt ab. Ich stelle mich hier rein. Ich hoffe, es ist nicht zu eng, sodass sie auf jeden Fall her können. Komm schon. Kommst du hier vor? Geht das irgendwie oder ist das zu blöd gebaut? Okay, das hat mal geklappt. Oh, die haben schon richtig gute Rüstung an. Sehr schön. Einer ist tot und die anderen laufen davon. Toll. Dann nehmen wir das da. Na komm rüber. Puh, ob das noch was wird, das weiß ich nicht. Oh ja, jetzt kommen irgendwelche anderen Spastis. Die mich auch treffen von hier. Na super. Dann gehe ich halt jetzt hier in die Ecke. Haut ab. Keine Zeit für euch. Ach, sind die anderen auch wieder da? Hm, blöd. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Hm, ja, wisst ihr was? Dann lasse ich mich jetzt kurz umhauen. Dann können wir nämlich pennen und das Ganze in der Früh weitermachen. Und auch Verbände mitnehmen und so, ne? Okay, wir sind jetzt da. Ich habe jetzt so viel geplündert, wie ich konnte. Und mir wäre es tatsächlich fast lieber, wieder auf diesen Stein zu gehen, weil man da einfach einen chilligeren Überblick hatte und die, denke ich, auch viel besser treffen kann. Deswegen düsen wir jetzt dorthin. Es ist jetzt auch gerade aktuell zum Glück niemand anders in der Nähe. War das der Stein hier, wo wir drauf waren? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube aber schon. Okay, Leute, wir starten auf ein neues. Jetzt bin ich gespannt, ob da wieder Bogenschützen mit dabei sind. Ja, natürlich. Aber, so wie es aussieht, nur einer. So, und wenn er jetzt nicht so rumhampeln würde... Okay, wir haben ihn. Sehr schön. Könnt ihr vielleicht da bleiben? Wie wär's? Hallo Leute, abhauen ist keine Option. Sie können halt hier nicht so gut hin. Gell, das ist das Problem. So, wir nehmen jetzt mal das Geld kurz. Na los, kommt dran. Aua. Wer hat mich denn jetzt getroffen? Nein, jetzt sind sie wieder da. Ach nee, man, darauf habe ich echt keinen Bock. Die sind ja hässlich. Geh mal darauf jetzt. Hallo? Oh, wartet mal. Das war eigentlich da super hochzukommen. Da sind diese scheiß Bogenschützen, wie sie sich zu dritt da aufstellen. Und die kommen hoch, war ja klar, okay. Dann muss ich weg, Leute.
Weiß nicht, ob da am Strandufer irgendwas Chilliges ist, wo ich mich hinstellen könnte. Ich brauche einen Stein, wo sie nicht hochkommen. Das ist einfach Fakt. So, ja, also ich glaube, dass wenn ich mich hier hinstelle, das wäre perfekt. Reclamation Party incoming für Bradford. Oh Mann, muss das jetzt wieder sein? Was für eine Party überhaupt? Ja, diese scheiß Bogenschützen sind so... Ups. Oh yeah, hier kann mich auf jeden Fall keiner treffen. Oder? Doch, er kann mich hier treffen. Nein, das möchte ich nicht. Komm ins Wasser. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt dahin. Ja. Her mit euch. Achso, ich könnte mich mal ganz kurz verbinden. Hallo. Ach du Scheißkopf. Ist das dein Ernst? Da treffe ich nicht gescheit, glaube ich. Ja, okay, ich verbinde mich lieber erstmal, bevor die Bogenschützen jetzt auch noch hierher kommen. Ich glaube, da steht nämlich schon einer. Okay. Oh, von da schießen sie jetzt. Okay, kein Problem. Hey, nein, jetzt geht er wieder. Ach Mann, ist das eine nervige Angelegenheit. Die Bogenschützen müssen weg. So, er ist auf jeden Fall schon mal weg. Wenn die mal stillhalten würden. Die machen wir jetzt kaputt. Ich sehe zwar wegen den Wolken nicht, wie viel ich treffe, aber man sieht es ja in seinem Gesicht. Ja. Wie nasse Säcke. Ich habe noch 77 Pfeile. Oh, jetzt hauen sie erstmal ab, oder was? Ja, dann geht halt. Ich auch nichts machen. So, dann geht die Party weiter. Ich hab nämlich meine eigene Party hier. Stehen bleiben, nicht rumzappeln. Leute, das macht's doch nur schwieriger. Stehen aber noch ganz viele im Lager. Geh mal rauf. Jetzt will ich erzählen, dass du da nicht hochkommst. Hallo. Jetzt, danke. Wo ist denn das Lager da? Ah ja, sie kommen. Wunderbärchen. 60 Pfeile habe ich noch und du schießt dir nicht auf mich. Hi. Grüßt euch. Schön, euch zu sehen. Wie er abhaut. Ach nee, geht ihr jetzt etwa alle wieder ins Lager? Ich fass es nicht, diese Blöden. Ja, da kann ich ja noch ewig rummachen. Leute, das wird nix. Weil sie immer wieder hier mit ihrem... Oha, wer hat mich jetzt getroffen? Warte mal, von wo bitte? Ach, du traust dich also hier runter? Ist ja interessant. Komm, geh ins Wasser. Trifft er mich dann? Ich weiß auch nicht, was er macht. Er trifft mich hier auf jeden Fall nicht. Aber ich treffe die noch. Sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus für euch, aber... Oh, jetzt ist er wieder da, ey.
Ich krieg einen Rappel. Du musst weg. Ich habe noch 20 Pfeile und dieser blöde Typ geht mir immer mal gar nicht auf den Sack. Ja, verschleich dich. So, jetzt schauen wir doch mal, was hier so an Beute noch ist. Aber irgendwie, wieso komme ich denn da nicht dran? Also, da kommt auch wieder wer ins Lager. Jetzt komme ich dran. Stroh braucht keiner. Oh, er trifft mich tatsächlich. Das gibt es doch gar nicht. Hört doch mal auf. Das ist doch nicht die Möglichkeit, ihr Dreckigen. So, dann einmal zu unseren Überresten. Ach ja, was nehmen wir denn jetzt alles hier mit? Auf jeden Fall das Essen und natürlich die Bücher und die Verbände. Den Rest lassen wir jetzt da mal liegen. Und dann machen wir mal weiter. Ist da gerade keiner mehr drin? Oh, ich glaube, da ist gerade keiner mehr drin. Wo ist die Fahne? Wo ist die Fahne? Okay, okay, okay. Gibt es hier irgendwelche Kisten? Schnell alles aus den Kisten ausleeren. War das die einzigste Kiste? Ne, hier war noch eine. Da liegt nur ein Fell. Und was liegt jetzt hier noch? Oh, die zwei Münzen würde ich aber schon gerne mitnehmen. Dann tun wir mal die 18 Pfeile weg. Den Riemen noch. Okay. Geil. Oha, Hilfe, haben wir das erledigt? Jetzt will ich hier ganz schnell weg, Leute. Ganz, ganz schnell. Und die Quest einmal abgeben gehen. So, finden. Wo bist du? Ich habe das, was du wolltest und habe mir dafür wirklich den Pebbles aufgerissen. Da läuft er. Ach so, ja. Oh, wow, das ist mir ja schon lange nicht mehr passiert. Finden. Ich habe deinen Leim. Wow, und jetzt habe ich 100 Münzen bekommen. Und er sagt, ich soll morgen wiederkommen, dann hat er alle Teile. Ich hoffe, sie haben sie. Ich komme morgen wieder. Hat er nochmal eine Quest für uns? Kann ich ihm irgendwie helfen? Ja, ich helfe dir. Passt schon. So, unsere Reclamation Party ist immer noch voll in Gange, wenn wir mal gucken, wo sind sie denn jetzt? Ach ja, die düsen so in Richtung Bradford, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Wir beenden jetzt den Part. Ihr könnt euch bei Finden bedanken, dass wir Farnworth heute nicht auseinandergenommen haben. Ich hoffe, wir schaffen es im nächsten Part, Leute. Und somit danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Part. Einen schönen Abend und bis dann. Bye.